Das war mein Abo-Special Piano-Solo Extreme. Nein, Quatsch. Das war einfach nur spontan. So ein kleines Arrangement. Ja, ansonsten, ich möchte mich bedanken bei euch allen. 40.000 Leute, die meine Musik hören. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer danke. Vielen, vielen Dank. Auch ein großes Dankeschön an Ju, Chang, Simon und Dena, die gerade auf der Longboard-Tour sind, die meine Musik verwenden. Vielen Dank. Ohne die Jungs würdet ihr gar nicht wissen, dass es mich gibt. Mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Bin auf jeden Fall noch dran, neue Songs zu produzieren. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig, weil manchmal fehlt die Motivation, weil man kommt von der Arbeit nach Hause und dann... dann hat man keine Ideen oder man hat einen Blackout. Ja, wie gesagt, es stehen noch ein paar Projekte an und ich sollte mich mal rasieren. Was ich festgestellt habe, dass Leute, die neu dazukommen und meine Musik hören und sie feiern, fragen mich immer wieder, dürfen die meine Songs benutzen und ist das nicht GEMA und so. Und ich sage immer wieder, ich bin nicht bei der GEMA. Und ihr könnt die Songs verwenden. Ich versuche für alle da zu sein, das ist natürlich nicht einfach. Das Einzige, was ich cool fände, wäre, wenn ihr auf jeden Fall mich in die Videobeschreibung packt. Und das ist auch schon alles, was ich verlange. Ja, auch die Songs, die ich auf iTunes anbiete oder so, die könnt ihr auch benutzen. Es ist nicht so, dass sobald was auf iTunes ist, dass ihr das nicht mehr nutzen könnt, auch wenn da jetzt ein Hinweis kommt, ja, Drittanbieter, bla bla bla, da könnt ihr Einspruch einlegen, das geht, das ist kein Problem. Und wenn was sein sollte, wie gesagt, kontaktiert mich, dann kümmere ich mich drum und ja. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mich supporten und mir zur Seite stehen, es freut mich ungemein. Und ich versuche natürlich neue Sachen wieder rauszuhauen, aber ich bin da sehr, sehr kritisch, was das angeht. Ich höre mir immer meine Songs nochmal 10 Millionen Mal an, bevor ich sage, ich release die oder nicht. Also zuerst müssen die mir gefallen, bevor ich die raushaue. Ansonsten werke ich immer dran weiter. Und deswegen, also ansonsten würde ich sagen, wir hören uns und ja, bis dann!